Das Berliner Sechstagerennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von Speedfit, der schnellste Weg zur Topfigur. Jetzt ab 9,90 Euro pro Woche. Mehr Informationen unter speed.fit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem TV Berlin Spezial. Ab heute geht es wieder los. Punkt 19:28 fällt der Startschuss zum neuen Berliner Sechstagerennen. Sechs Tage, spannendes Programm, tolle sportliche Events. Wir waren für Sie vorab schon mal hinter den Kulissen, denn in der heutigen Sendung wollen wir Ihnen einmal erklären, was denn in diesem Jahr alles neu ist. Das lange Warten hat ein Ende. Heute Abend geht es los. Zum 106. Male wird in der Hauptstadt das Sechstagerennen gestartet. Und zugleich gibt es beim ältesten Sechstagerennen der Welt etliche Neuerungen. Ein neuer Name, ein neuer Veranstalter und ein neues Logo. Samt neuem Programm. Dabei kommt natürlich auch und gerade der sportliche Aspekt nicht zu kurz. Internationale Topstars, Olympiasieger, Weltmeister und nationale Preisträger kämpfen um den Sieg. Dort, wo jetzt noch kräftig gewerkelt wird, werden am Abend tausende begeisterte Besucher der Eröffnung entgegenfiebern. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und jetzt sprechen wir natürlich mit dem neuen Chef des Berliner Sechstagerennens, Wald Miltovic. Hallo erstmal. Und heute Abend geht's ja los, schon aufgeregt? Ja, geht's los. Endlich. Endlich. Wir haben sehr gespannt. Wir sehen, wie das funktioniert. Wir sind sehr gespannt für unsere Wettbewerber, weil Mascha Kaltz und Leif Lamparter, die würden jetzt schon heute in paar Stunden ja, mit beide Belgien kämpfen, weil es gab die ersten zwei Rennen, also in London und in Amsterdam, es war ganz knapp, aber jetzt wir sind zu Hause. Aber jetzt vom rein sportlichen mal klar. Auch abgesehen. Ihr habt unheimlich viel verändert hier. Man sieht es ja auch schon, wenn man in die Halle kommt, das Ganze wirkt jünger, wirkt frischer. Ihr habt jede Menge Veränderungen gemacht. Erklär mal ganz kurz, was erwartet die Besucherinnen und den Besucher? Also ich würde sagen, dass wenn die Besucher kommen in die Halle, die am ganz Anfang schon sehen, dass die auf Englisch sagen look and feel, ja. Also das Design sieht ganz, ganz anders aus. Es ist jünger, hipper, frischer. Das war unser Ziel. Und dann, wenn ihr drin in die an der Bahn, ja, dann sieht ihr, es gibt eine große, riesengroße Videowürfel in die ganze Mitte und eine große Bühne und Licht, mehr Licht und im Prinzip viele Sachen. Aber ich würde nicht alle jetzt sagen, weil ich möchte gerne, die Zuschauer kommen zur Halle und dann selber das erleben. Was sagt ihr als neue Veranstalter all jenen? Man sagt ja immer in Berlin, Sechstagerennen. Das ist Tradition. Man sieht, ihr habt ein unglaublich frisches neues Logo. Du hast selber gerade gesagt, ihr wollt auch jüngere Leute, neuere Fans ansprechen. Was sagt ihr all jenen alten Fans, die natürlich trotzdem kommen und sagen, aus Tradition, ich bin dabei, ich will die Fahrer fahren sehen, ich freue mich auf das Event. Ja, also stimmt, Sechstagerennen ist große Tradition und wir respektieren die Tradition. Und viele Sachen bleibt noch, wie das war früher, weil die macht Sinn, die sind sehr, 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 sehr gut. Und Nummer eins ist, wir haben sehr, sehr viel und stark gekämpft, dass wir haben hochwertige Leistung auf der Bahn, weil Berliner Zuschauer, die verstehen Sport. Ja? Man kann nicht hier einfach Zirkus machen. Ja? Muss man wirklich erfahren auf der Bahn. Und das war unsere große Herausforderung und wir sind ziemlich glücklich dafür. Und die Rennen sind da, also es sieht anders aus, aber Sechstagerennen, die Tradition ist nicht verloren. Und auch beim Thema Unterhaltung hat sich einiges getan. Niemand Geringeres als DJ Tomic wird über die sechs Tage die Besucher zwischen den Rennen mit seiner Musik verwöhnen. Drumherum Wettbewerbe der Superlative. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und einer, der ja heute Abend auch hier fahren wird, ist natürlich Robert Förstermann, schon aufgeregt.
Ja, es kribbelt wirklich. Alleine wenn man schon die Halle betritt, ist das immer ein ganz eigenes Gefühl, was man wirklich sehr, sehr selten erlebt. Gerade in Berlin ist das immer ein ganz besonderes Spektakel, dementsprechend auch ein ganz besonderes Gefühl. Und wenn ich das hier so sehe, ich freue mich jetzt gleich hier ordentlich Gas geben zu können. Müssen wir ehrlich sein, wir haben dieses Interview voraufgezeichnet. Hier wird noch jede Menge gewerkelt und geklebt. Warst du schon an der Bahn dran und hast mal geguckt, ob alles so ist wie in den Vorjahren? Ja, na, die Bahn, die kenne ich wie meine eigene Westentasche. Ich trainiere hier sehr oft, ich wohne um die Ecke und dementsprechend brauche ich mir die nur angucken und sehe, da ist noch alles beim Alten. Entscheidend ist so der Innenraum, was man hier so sehen kann. Da hat es sehr, sehr viele Veränderungen gegeben, auch an der Decke oben mit den riesen Monitoren und Leinwänden. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Spektakel geben hier. Ich wollte gerade nachfragen, was sind so deine Tipps an Leute, die noch keine Karten haben, die sagen, Mensch, da muss ich vorbeigehen, nicht nur wegen dem Förstermann, sondern wegen dem ganzen Event-Charakter, die das 6-Tage-Rennen ja durchaus hat. Ja, das ist einmalig, dieser Event-Charakter. Ich meine, es ist die Verbindung von Sport und Show, sowas gibt es eigentlich. Ja, mir fällt nichts ein, wo es was Vergleichbares gibt, wenn die Halle hier voll ist, 15.000 Leute, die hier reinpassen, die hier wirklich für Stimmung sorgen. Dann noch DJ Tomic, haben wir gerade erfahren, wird hier auflegen und richtig Gas geben. Und dann noch als besonderes Highlight die Sportler, die man so auch nicht oft die Möglichkeit hat zu sehen. Weltklassefahrer, Weltklasseathleten, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Und ich kann nur jedem empfehlen, hierher zu kommen. Wie gesagt, diese Möglichkeit hat man nur einmal im Jahr und nutzt das. Neu ist ja auch, dass man euch direkt ja noch näher sein kann als Zuschauerin oder Zuschauer. Ist das eher ungewohnt für dich, dass das Publikum so dicht an euch Fahrer rankommt? Also ich finde das in erster Linie super. Ich habe auch in den letzten Jahren immer versucht, nah am Publikum zu sein, bin oft im Innenraum gewesen, bin oft im Publikum gewesen und habe dann immer gemerkt, welches Interesse das doch besteht, für den Zuschauer wirklich am Sportler mal dran zu sein. Dieses Jahr die Neuerung, dass die Sportler von Haus aus, sage ich mal, schon im Innenraum sind, sich umziehen, sich warm fahren, Autogramme geben können, beobachtet werden können, wie sie sich warm machen und so. Das ist, glaube ich, ein absolutes Highlight für den Zuschauer, der ist auf einmal ja, mittendrin statt nur dabei. Heute Abend geht's ja los. Morgen Abend werden Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich alles sehen, was heute hier natürlich mit Startschuss, Pipapo, alles los war. Wie rechnest du deine Chancen hier beim Rennen aus? Ja, fit bist du? Ja. Werden wir sehen. Ja, fit bin ich. Ein bisschen müde bin ich noch. Ich habe gerade ein sehr, sehr anstrengendes Trainingslager hinter mir. Ich hoffe, dass die kurze Regenerationszeit ausgereicht hat, beziehungsweise ausreicht, um richtig Gas geben zu können. Ich werde auf alle Fälle das Beste aus mir rausholen und hoffe, dass ich am Ende des 6-Tage-Rennen mit meiner Leistung zufrieden sein kann. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Robert Försemann. Dankeschön. Etliche Top-Favoriten gehen übrigens an den Start und sind diesmal mittendrin im Publikum. Denn die Fahrerkabinen befinden sich nunmehr mitten im Geschehen. Und die größte Neuerung, was ich besonders spannend finde, Dieter Stein, sportlicher Leiter vom 6-Tage-Rennen. Hallo erstmal. Hallo. Die größte Neuerung ist ja so dicht oder so nah, wie wir jetzt hier an den Fahrerkabinen sitzen, kann das Publikum zwar nicht Platz nehmen, aber zuschauen. Ne? Ja, wir wollen einfach unsere Rennfahrer, unsere Spitzenathleten, die Weltklasse-Sportler hautnah an unsere Zuschauer bringen. Gibt es da schon ein erstes Feedback? Haben die Ersten schon gesagt, erstmal ungewohnt oder freuen die sich alle? Also sie sind heute die Ersten, die das sehen und wir werden morgen sehen am ersten Abend, wie ihre Resonanz ist. Es geht ja quasi los mit einem richtigen, ja, Poeng würde ich es nicht sagen, mit einer Neuerung. Alles wirkt jünger, alles wirkt frischer. Aus sportlicher Sicht, was habt ihr euch da einfallen lassen? Ist ja das älteste 6-Tage-Rennen der Welt. Ja, wir haben ja Nationalmannschaften. Es findet ja eine Serie statt mit London, Amsterdam, Berlin, Kopenhagen. Ein Finale am 17. März in Mallorca. Zu diesen Nationalmannschaften, also 12 Standardpaarungen, werden regionale Mannschaften dazugesetzt. Wir lassen ja aus Berlin den Sebastian Schmiedl fahren, ein sehr junger Mann, der erste Mal dabei ist, sodass wir auch was für Nachwuchs tun. Ansonsten haben wir hier wirklich ein Weltklassefeld am Start. Mal ein paar Namen. Ja, Marcel Kaltz, der gestern Abend mit Ilio Kaiser in Bremen siegreich war, wird hier mit Leif Lampada fahren. Beide schon mal Sieger in Berlin gewesen. Dann Kenny de Ketele und Moreno de Po, die Gesamtführenden der Serie. Also wird ein spannendes Rennen.
Die 6 Tage sind natürlich auch von Verletzungen geprägt. Wo gibt es noch Sorgen? Wo sagt ihr, wir warten erstmal die ärztlichen Untersuchungen ab? Also das heißt, wo könnte es noch wackeln? Ja, die Jungs sind natürlich wie Rennpferde. Wenn es irgendwo zieht, kann man sich schnell was wegholen. Wir haben die Information, dass Christian Krassmann gesundheitlich angeschlagen ist und gestern und vorgestern in Bremen neutralisiert wurde. Er befindet sich heute in Berlin in ärztlicher Behandlung. Und morgen wird die Entscheidung gefallen, ob er starten kann oder nicht. Und ansonsten, alle sind topfit. Also wie ist das Feedback? Wir haben mit Robert Förstemann auch gesprochen. Der ist noch ein bisschen müde, aber sagt, wenn es losgeht, bin ich dabei. Ja, wir haben natürlich eine riesen Resonanz, wir haben eine riesen Bewerbung. Der Robert Förstemann hat da abgesagt, weil er ein Trainingslager in Südafrika hatte, das verschoben wurde. Wir haben gesagt, wir sind eigentlich voll, wir fahren mit 6 Sprinter. Und bei Robert natürlich, weil er ein Berliner Junge ist und hier Publikumsliebling und tollen Sport bietet, haben wir gesagt, okay, wir fahren dieses Jahr erstmalig mit 7 Sportlern. 6 Tage, tolles Programm. Ein Sportevent der Extraklasse, 6-Day Berlin. Ab heute Abend geht es los. Wer noch Karten möchte, unter ticketmaster.de sind noch einige Restkarten zu haben. Soweit unser TV Berlin Spezial. Wir berichten jetzt 6 Tage lang vom neuen Berliner 6-Tage-Rennen. Würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten, dann mit richtig live aktuellen Bildern von wie immer, gleich normal, lass laufen. Läuft's noch? Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, soweit der erste Blick hinter die Kulissen beim neuen Berliner 6-Tage-Rennen. Ab sofort berichten wir täglich von diesem tollen sportlichen Event in unserer wunderschönen Hauptstadt. Würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin und natürlich machen Sie es gut. Das Berliner 6-Tage-Rennen auf TV Berlin wurde Ihnen präsentiert von Speedfit, der schnellste Weg zur Topfigur. Jetzt ab 9,90 € pro Woche. Mehr Informationen unter speed.fit.